Ich habe zusammen mit Dina, dem Host vom Kanal Safe, Secondhand zwei Hochzeitskleider gekauft, damit ich ihr daraus ein richtig tolles Hochzeitsoutfit für ihre Hochzeit nähen kann. Und wie man sieht, sind diese beiden Kleider ein bisschen kaputt, auch nicht mehr so richtig modern. Und das haben wir dann jetzt geändert. Und dafür habe ich das erste Kleid erstmal durchgeschnitten, weil ich wollte mit dem Oberteil weiterarbeiten und habe da erstmal einen neuen Reißverschluss reingenäht. Und dann habe ich das Ganze auf links erstmal an meine Schneiderpuppe dran gesteckt. Genau, und dann einfach das Überschüssige einmal weggesteckt, damit ich das alles zusammennähen konnte, damit das Dina dann am Ende auch passt. Und dann habe ich da noch einen Saum genäht und das Ganze dann mit der Hand nochmal festgenäht, damit man von außen nicht sieht, wie ich das rangenäht habe. Dann habe ich das zweite Kleid genommen und habe dann ja den Rock halt gelöst und da habe ich dann erstmal den Unterrock und alles irgendwie voneinander getrennt und habe dann von oben ja genau den Rock einfach kürzer gemacht und das Ganze habe ich dann nochmal mit so einem ganz leichten Stich zusammengenäht, damit man das aufriffeln konnte. Das habe ich dann auch mit den Unterröcken gemacht und das Ganze habe ich dann erstmal wieder zusammengenäht.